10.000 Menschen bringen sich jedes Jahr in Deutschland um. 600 davon sind unter 25 Jahre alt. Trotzdem redet kaum jemand darüber. Das wollen wir ändern. Denn nur wenn über das Problem gesprochen und aufgeklärt wird, können Familie und Freunde zu Lebensrettern werden. In meinem Umfeld sind 2 Menschen durch Suizid gestorben und ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nichts dagegen tun konnte. Am 10. September ist der Welttag der Suizidprävention. Aus diesem Anlass starten wir gemeinsam mit vielen Freunden und Partnern zum 2. Mal die Aktion 600 Leben. Die Zahl 600 bedeutet den Verlust von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Im vergangenen Jahr versammelten sich daher viele junge Menschen vor dem Brandenburger Tor und ließen sich auf ein Signal zu Boden fallen. Wir forderten Passanten auf, ihnen die Hand zu reichen und aufzuhelfen. Dieses Jahr richten wir uns an Verantwortliche aus Politik und Gesundheitswesen. Denn es ist auch ihre Verantwortung, zu helfen. Wir möchten das Thema Selbsttötung enttabuisieren und fordern eine nationale Aufklärungskampagne zu den Themen Depression und Selbsttötung. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Komm am 10. September um 13 Uhr zum Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor und bring deine Freunde mit und werde Teil von 600 Menschen, die am Welttag der Suizidprävention dafür sorgen, dass das Thema Suizid kein Tabu bleibt. Melde dich jetzt an auf www.600leben.de und sei dabei, damit nächstes Jahr weniger Menschen durch Suizid sterben. Je mehr Hände gereicht werden, desto schneller kann geholfen werden.